Wie funktioniert eigentlich ein Windrad? Windräder wandeln die kinetische Windenergie mit einem Generator in elektrische Energie um. Aber woher kommt eigentlich der Wind? Der Wind entsteht dadurch, dass die Sonne unsere Erde unterschiedlich erwärmt. Die warme Luft steigt nach oben, dabei entsteht ein Sog. Die kalte Luft kann nachfließen. Diese Luft wird nun wieder erwärmt, steigt nach oben und kalte Luft kann nachkommen. Diesen Luftaustausch nennt man Wind. Damit ein Windrad den Wind produktiv nutzen kann, sind die Flügel auf jeder Seite unterschiedlich gebaut. Die obere Seite ist erst rund und verläuft dann schmal bis zur Spitze. Dort entsteht ein niedriger Druck. Die Unterseite des Flügels ist gerade, sodass der Wind dort schneller vorbei kann und somit ein höherer Druck entsteht. Dieser drückt den Flügel nach oben, so dass das Windrad anfängt sich zu drehen. Die Rotorblätter sind an einer Achse befestigt, die sich dreht. Die kinetische Windenergie bringt den Flügel zum Drehen. Der Generator wird mit mechanischer Rotationsenergie angetrieben, der dann die Energie in elektrische Energie umwandelt. Die Drehbewegung treibt den Generator an. Im Generator ist ein Eisenkern, der mit Kupferdraht umwickelt ist. Dieser Eisenkern ist von einem Magneten umschlossen. Bewegt sich nun der Eisenkern im Magneten, entsteht somit ein Magnetfeld und erzeugt elektrischen Strom. In der Physik wird das elektromagnetische Induktion genannt. Das Windrad wird in das elektrische Netz integriert, sodass dann über die Stromleitung die Energie in unsere Häuser kommt.